Willkommen zurück zu einer neuen Folge Generation Zero. Wir sind wieder hier, wo wir aufgehört hatten. Und wir verfolgen weiterhin den Plan, diesen Konvoi auf dieser Hauptstraße zu finden. Und waren wir bei dem Bauernhof schon? Ich glaube schon, als wir auf dem Weg zu der Dingens waren. Oder warte, kann sein, dass ich den nur aufgedeckt hatte, weil ich hier... Nee, hier waren wir noch nicht, glaube ich. Nee, Bauernhof... Hellerbacken, oder wie auch immer der hieß. Kannst du ja schnell leben. Ja, hier gibt's aber auch nichts laut Dingens. Ah, hier ist eine Kiste, aber trotzdem. Hier sind auch Kisten noch dran. Ja, hier waren wir... Oh, 114 Muni für dich. Für normal. Oh, nice. Weißt du, in der einen Kiste übelst viel und in der anderen nochmal hier nochmal 21, damit es eine runde Zahl ist. Hier ist ein Rucksack, den ich nicht öffnen kann, das ist toll. Also jetzt haben sie schon die leeren Kisten zu Rucksäcken ausgetauscht, die man nicht öffnen kann. Ist eine Lampe runtergefallen, die ist jetzt kaputt gegangen. Eine Halskette. Überlebenswichtig hier in diesen Zeiten. Ja klar, Alter. Als ob ich kannst du nehmen und den Roboter entgegenwerfen. Krass brüllen hören. Das war ich. Achso, okay. Ja, aber solche... Da ist ein Duda im Radio. Boom! Ja, sonst ist hier nichts interessantes. Oh, das ist eine offene Kiste, die kann ich deswegen auch nicht mehr öffnen. Ist jetzt so, dass der Loot irgendwie noch für... Dass nur noch einmal wirklich da ist, dass wir nicht doppelt looten können? Keine Ahnung. Ja, stimmt, die Sachen, die du aufgemacht hast, die kann ich auch nicht mehr öffnen. Ja, passt. Ja, hier ist auch die Munitionssache offen. Die kann ich jetzt. Oh, okay, das wird jetzt richtig anstrengend. Welche Munitionssache? Ja, hier hinten, die hier. Diese. Warst du hier schon dran? Nö. Ich sehe hier noch nicht mehr was. Da, ich stehe drauf. Achso, nee, das kann ich nicht öffnen. Das konnte ich nicht. Ach, dann waren wir wahrscheinlich doch hier und deswegen sind die teilweise offen schon. So, auf nach Fiskebeck. Jupp. Zur Erinnerung, da waren wir ja, glaube ich, schon, ne? Mhm. Aber wir wollten den Konvoi finden, der hier auf der Hauptstraße irgendwo sein sollte. Wie das Licht bei dir übrigens rumspackt. Bei mir spackt nichts. Das ist nicht schlimm, aber lustig. Ui, schlimm, aber doch schlimm. Blitzelt. Aber ganz gut. Hier übrigens Muni für dich. Achso. Na, dann droppe ich dir auch. Brauchtest du eigentlich hellgrüne jetzt oder nicht? Ich glaube nicht. Nee, das war für deine Waffe. Ich habe keine Waffe für hellgrün. Na, du hattest mal eine hellgrüne. Hatte, ja. Eben. Und deswegen hatte ich die hellgrüne mitgenommen gehabt, falls du wieder auf die wechseln wolltest. Das habe ich aber rausgehauen. Nee, hier waren wir noch nicht. Drei Waffen im Filzgebäck? Na, ich glaube, die konnten wir alle nicht aufnehmen, weil wir die nicht brauchten. Ach, also, wir hätten die schon aufnehmen können, aber die wollten es halt nicht. Das war ja die Stadt, wo der Eiche den Rucksack geöffnet habe und wir dann rausgeworfen wurden aus dem Spiel. Meinst du, das war die hier? Ja. Ja, aber weil die was anderes, größeres ist hier nicht. Oder waren wir da unten? Düse haben wir. Nee, passt schon. Passt schon, passt schon. Wir waren ja. Hier. Ich glaube auch. Dann wollten wir ja weitergehen, aber dann kamst du ja noch mit deinem scheiß Konvoi an. Fabian, tut mir leid. Ich muss das ausprobieren. Ab jetzt scheint es wohl zu funktionieren. Okay. Weil es hat früher nicht funktioniert. So, jetzt kommen wahrscheinlich jegliche Maschinen, die im Umkreis von 5 Milliarden Kilometern sind, zu uns. Ja, also 20 große oder so. Deswegen rennen wir einfach gekonnt weiter. Jo, wir können nicht mehr looten, was wir schon gelootet haben. Ergibt ja irgendwo auch Sinn. Logisch, aber auf der anderen Seite ist es halt auch wieder tragisch. Weil du einen extremen Konsum an Medikits hast, sag ich mal. Ja, ist ja eh meistens nur Muni drin. Oder nichts. So, wo kommen wir denn jetzt eigentlich hin? Ja, da. Ja, dieses komische. Was auch immer. Ja. Das was auch immer, da gucken wir mal. Ich finde die Stadt Bo lustig, die hier auf der Karte markiert. Bo? Bo ist Bo. Bo ist bei dem, wenn du ein bisschen weiter hoch gehst, da ist so ein Fluss, der so zwei Inseln trennt.
der die Insel in der Mitte trennt, und einmal ist so ein Übergang, der ist einfach nur Bo. Wo? Ja, auf der Map, die Insel, auf der wir jetzt Ach, sind, die da ist durch den Fluss oben. getrennt und Ist ja da steht einfach ganz nur weit Bo. oben. Ja, ich habe ein bisschen auf der Karte rumgeguckt vorhin. Bo. Na, wo kommst du her? Ja, ich schleppe Bo. Wenn wir sind drauf vorbeigelaufen, kann das sein? Nee. Hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Nee, nee. Jetzt guck mal, eine Tankstelle, ob die explodieren können inzwischen. Sammlergegenstände und Missionen haben wir hier, okay, nice. Nö, wie ich gehe jetzt hier weg, wenn ich das Sammlergegenstand gedönst habe. Okay. Tschüss. Kommt wahrscheinlich nicht rein. Jupp. Ja, es ist nur wieder so ein Kiosk. Oder hier ist wieder so ein Ruinengedöns da. Cool. Ich mag ja so alte, verwitterte Ruinen. War schön. Zu gucken. Schau mal auf die Pistole wechseln. Garantiert irgendwie keinen Scheiß herum ran. Wo bist du denn schon? Weiter. Das ist immer Frage ist, wo ist dieser Sammelgegenstand? Könnte hier ja überall irgendwie sein. Irren ist menschlich, steht bei denen überm Klo. Oh, ich muss so scheißen. Oh nee, doch nicht. Irren ist menschlich. Alter, die haben hier eine richtige Flinte auf dem Klo. Warte mal, was ist das hier? Ein Dreieraufsatz, 1 bis 4er Zielfernrohr. Nehmen wir mal. Kann ich das hier auf. Nee. Und tschüss. Was ist das denn für ein Geräusch hier? Fernseher. Du meinst hier Sch. Hm. Ja, ist der Fernseher irgendwo, schätze ich mal. Besser? Nö. Ich nicht? Es ist so ruhig. So. Wo ist der Sammelgegenstand? Zahnpasta Home. ist kein. Hem le Juba Hem. Was steht hier? Irren ist menschlich. Oh, neben dem Ehebett steht ein Spruch: Irren ist menschlich. Ja, passiert. Das ist schön. Das gefällt mir. Das werde ich später auch machen. So. Irren ist menschlich. Ah, oh, schön. Oh, ich habe eine Taschenlampe gefunden. Ich dachte mir. Oh, wow! Oh, wo kommt das kleine Vieh denn auf einmal her? Ja, bei mir auch. Da rennen ganz viele draußen rum. Oh, hier ist eine Kiste. Mit nichts. Toll. Ist hier ein Sammelgegenstand? Nö. Bei mir war es halt auch gerade. Ich habe nichts gehört und plötzlich so. Whiplash. Ha, das Schachbrett hat sich versteckt, aber es ist trotzdem jetzt weg. Das ist trotzdem jetzt weg. Und lol, der Houdini-Stuhl des Houdini. Lol, nee, doch nicht. Der Stuhl hier steht auf einer Kiste drauf. Wenn man die Kiste öffnet, geht der Deckel hoch und dadurch fluppt der Stuhl dann so lustig hoch. Mann, wo ist der Sammelgegenstand? Und vor allen Dingen, wo ist die Quest? Autosheim, Glück allein. Mit Hem, Ermin, Borg. Ah, so. Ich sehe da dieses komische tote Mini-Vieh und auf einmal explodiert da was. Oh, Ja, Schuhe. Wir müssen ja für die Fernsehindustrie weiterarbeiten. Der Enten wäre Ah, draußen, da. Kettensägen Ah, ich habe die da Quest gerade rum. gefunden. Oder jemand mit einem Set. Laubbläser. Wo? Das Da. Zivilverteidigungsprotokoll besagt, dass im Krisenfall das Hafenstädtchen Fistgebeck an der südwestlichen Küste der Halbinsel Hisingarneset der festgelegte Treffpunkt für die gesamte örtliche Bevölkerung ist. Von dort soll das Militär sie in einen nicht näher benannten Schutzraum in Sicherheit bringen. Als die Sirene Hesa Fedrik zu heulen anfing, fingen alle Radiostationen an, Informationen über die Treffpunkte für jedes Gebiet zu senden. Okay, bei mir steht halt was ganz anderes da an dem Kühlschrank.
Oles Notiz an Frederik. Diese Notiz wurde oh, von die habe ich jetzt auch bekommen. Bruder am Kühlschrank hinterlassen. Ah, okay, gut, dann kannst du ja vorlesen. Frederik, ich habe im Radio gehört, dass irgendwas los ist und die Leute evakuiert werden. Falls sie uns nicht mehr sehen, wenn du zurück bist, ich bin mit einem mit meinem Lieferwagen mit Materialien nach Fiskebeck gefahren, um dort zu helfen. Eine Sache, falls du es schaffst, könntest du dafür sorgen, dass Veronika in Sicherheit ist? Olle. Olle, die Olle. Dass die Olle in Sicherheit ist? So, was haben wir denn hier, mal, noch? Hier mal rein. Oh, da ist der Fernseher. Alter, die haben hier richtigen Klopapiervorrat. Im Schuppen. Ah, oh, eine Kiste. Mit Muni. Mit Muni. Oh! Sicherer Hafen. Viktigt meddelande till allmänheten. Alla civila ombeds genast bege sig till sitt närmaste skyddsrum eller gemensamma evakueringsplats. Just nu är radiodursag. Boende på Hisingenäset ska bege sig till hamnen i Fiskebäck där försvaret organiserar en evakuering till närmaste försvarsanläggning. Det är kisten de läser, har jag boende på Iboholmen och södra Saltholmen ska bege sig till skyddsrummet i Salthamn där... Oh, ich weiß, wo der Sammler gegen hat. Oh, die sind alle in den Luftschutzbunker, den wir jetzt suchen müssen. Alter, schon wieder eine Kiste, die leer ist. Eine leere Kiste. Hier ist doch 100 pro ein Sammlergegenstand. Komm. Wie, du brauchst nicht? Blaue Muni? Immer. Ich habe gerade blaue Muni gefunden. Geil. Ist der Sammlergegenstand gerade jetzt hier hin? Hier geht's ja noch richtig weiter, Alter. Ich muss, glaube ich, hier wohnen. Oh, Dünger! Ich glaube, das ist der Sammlergegenstand, den nehme ich jetzt mit. So einen riesen Sack Dünger einfach mit sich rumschleppt. Wobei hier ist eigentlich schön zu wohnen. Auf der anderen Seite, wenn hier mal ein irgendwie höherer Wellengang ist, dann hast du alles im Haus drin. Außerdem ist das hier Schweden, hier ist mal kalt. Und im Sommer ist das kalt. Muss ich nur warm anziehen. Toll. Also interessanter verschachtelter Weg hier so rüber. Hier hinten ist leider nichts. Oder hinten. Hier, doch, ich hab ihn! Ja. Ha, hier hinter der. Boah, das ist ja gemein gewesen. Ich wollte gerade halt sagen, hier hinten ist nichts. Oh, darauf erstmal USC. Ey. Ein Gartenzwerg. Der hat Hui gemacht. Was? Wo geht's hier noch hin? Einfach irgendwo. Alter, da kommt nichts mehr. Oh, da gewittert's. Du brauchst noch ein bisschen, dann style ich mich mal ein bisschen um. Lol, ich guck bis da hinten rüber. Ja, gut. Aber eigentlich sehe ich fast schon so aus, also von dem Outfit her, es fehlt nur eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt und dann passt es bei mir. Habe ich eine schwarze Hose? Militärhose. Da lang. Schwarze Hosen gibt es irgendwie nicht. Ah doch, aber es ist eine Anzughose, schwarz. Ja, hässlich. Da nehme ich eine Militärhose. Eine elitäre Militärhose. Ja, ja, klar. Und ich nehme nochmal ein Medikit. Alter. Ich hätte echt gerne, dass man so ganz langsam irgendwie pro Minute ein HP regeneriert. Keine Ahnung, irgendwie halt HP regeneriert over time, dass man nicht wirklich immer nur auf Medikits angewiesen ist, um zu heilen. Check mal das Haus hier drüben ab und sag dir Bescheid, ob hier irgendwas Cooles ist. Also hier ist eine Kiste mit nichts. Boah, die will ich haben. Und einen Rucksack mit Notsignalfackeln. Okay, hier die Garage ist schon mal leer. Oh, mir kommt Musik gerade. Oh, ein Medikit liegt hier. Oh, eine Waffe.
Wer sucht, der findet. Jetzt mal die Zone von der bekommen. Ergänzung entfernen. Yo, easy. Ich hab grad 60 Muni aus einer Waffe bekommen. Nice, die nehme ich dann auch noch mit. Entfernen dann die Ergänzung und zwar die Muni. Boah, Alter, voll gut. Die Waffen einfach alle mitnehmen und dann einfach die Munition rausnehmen. Ergänzung entfernen und Muni rausnehmen. Fabian? Alter, wie viel Muni Waffen hier liegen? Ja, deswegen. Oh, hier ist Medikit hier hinten. Au. Oh. Boah, Alter. Oh, nice. Hast du das gemacht mit dem Muni? Nö, hatte ich jetzt keine Lust drauf. Ach, mach doch mal bitte, weil ich auch keinen Windplatz habe. Hey, das hast du viel. Ich spende nicht mehr. Ich hab ja noch ganz viel von dir. Oh, noch ein Medikit. Achso, gib mir doch das ganz viele von mir, dann hast du wieder Platz im Inventar erstmal. Hm, gleich. Ey. Weil ich bräuchte halt schon ganz gerne Muni. Aber immer brauchst mit du denn die Muni von dieser Waffe? Das ist ein Sniper und... Ne, das ist eine Pump-Action. Ja, Sniper und eine Pump. Ne, nur Pump. Oder bei mir waren da zwei Waffen drin. Mir ist da eine also drin. Pump auf alle Fälle. Das ist ja hier die Flinte, die ich hier habe, die Panzerbrechner. Die hat ja Schrotmuni. Dann droppe ich erst mit diesem Quatsch. Oh, nice. Die hat bei mir keine Muni drin. Was? Wenn du auf Ergänzung entfernen gehst, ist da nichts. Da ist nichts, Ergänzungen entfernen, kann ich nicht auswählen. Lol. Okay, da hatte ich wahrscheinlich einfach richtig Glück, weil aus der einen Pump habe ich nämlich 60 Schuss bekommen. Beim blauen Haus war nichts, meinst du, oder war da was? Da war ein Medikit. Wo? Lag da irgendwo auf dem Schrank. Rucksack. Toll, tolle Beschreibung. Irgendwo auf dem Schrank in einem Haus. Ja, in dem Haus. Oben, unten? Lag das hier vielleicht irgendwo? Ne, hier lag das. Hier auf dem Tisch. Ah ja. Toller Schrank, Fabian. Tisch ist auch nur ein Schrank, wo man nichts reintun kann. Der keine Wände hat. Weil hier, der Typ, der hat doch gerade gesagt, er ist mit seinem Fahrzeug, das ist ja die Mission, nach Fiskebeck gefahren. Da müssen wir doch eigentlich schon wieder zurück. Nee, na, die sind ja vom Fiskebeck aus, dann ist zu diesen komischen Bunker-Dingens hin. Aber er hat doch achso, ja, okay, es war keine Mission. Boah, da, was ist das denn hier für eine Straße? Naja. Aber guck mal, auch die Hauptstraßen hier. Mega breit. Vierspurig. Für Fahrräder? Ja. Fahrräder? Wir sind ja in Schweden, was anderes haben die hier garantiert nicht so weit im Norden. Oder für die Piste geht mir auch langsam die Muni aus. What the fuck? Du schießt einfach zu viel. Ich merke schon. Ja, wobei, vergiss, was ich gesagt habe. Ne, rechts kommen wir nur zu diesem Bunker, da wo wir ja schon waren. Das ist ja... Hallo. Oder? Was ist da rechts? Waren wir da schon? Weiß ich nicht, was ist denn da rechts? Dann gehen wir einfach mal da hin. Schon, da waren wir gar nicht. Doch, da geht's in die Base rein. Nee, die Base ist in dem Dings da drunter. Aber da ist doch eine Base da vorne. Ich seh das doch. Ja, dann ist es eine neue Base. Cool. Beretz 4 Kripple 120 mit einem Sammelgegenstand. Guck mal da rein. Ich würde vielleicht die Tür nehmen, Fabian. Wo ist hier eine Tür? Ah, da. Lol. So, erstmal. Ja, hier ist Karan. Oh, oh, oh. Oh, eigentlich durchsuch mal. Ja, kommt man nicht rein. Fabian, geh mal weg. Das hat funktioniert gerade. Ey, es kommt. Lol. Nichts. Und ich schieb mich nicht weg. Hey, hey, ich stehe hier in der Ecke. Du drückst mich gerade rein. Ich stehe in der Ecke. Ich kann dich nicht drücken. Jetzt geht aber weg. Ich komm mal jetzt hier mit auf die.
Dinger raus. Da sind noch mehr. Wir sollten vielleicht hier weggehen. Mach mal den LKW zu. So, mach da mal auf. Da ist nichts drin. Ich mach sie mal kaputt, ne? Da ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Au, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Hat 66 Schaden gemacht. Ich hab gesagt, Achtung. Ja, ich stand im LKW. Das weiß ich doch nicht. Warum müssen wir die überhaupt kaputt machen? Ich gehe jetzt in den anderen LKW rein. Ich stacke. Dann ist gut, dann kannst du nichts kaputt machen. Fabian, komm mal her zu mir, mach mal bitte die LKW-Tür zu, wenn du kannst. Sonst bin ich hier nämlich ziemlich im Arsch. Mach mal bitte die LKW. Ja, ich komme nicht ran. So. Ja, deswegen mach doch die Türen da hinten zu. So, Tür ist zu. Stuck, immer noch. Was machst du denn da? Moin, ich mach mal die Tür auf. Bewirkt ja, ja, das? Fast. Ja, ich habe mich ein bisschen bewegt. Mach mal wieder zu. Ja! Dankeschön. Und jetzt einfach hier hinten die LKW-Türen, meinte ich. Machen wir die zu, damit sie zu mir kommen kann. Nix drin. Hier sind überall Roboter drin. Dann mach mal die alle kaputt. Aber diesmal aus sicherer Entfernung vielleicht. Ich habe mal alle Türen aufgemacht. Vielleicht gibt es eine Kettenreaktion und die hauen jetzt alle. Lass mich mal bitte erstmal irgendwo hin. Ja, ich mache die auch gerade noch auf. Aber wir müssen dir irgendwie. Hast du was Explosives? Ich habe eine Granate. Okay, das akzeptiere ich auch. Aber warte. Granate nicht machen. Nicht Granate. Wir machen was ein bisschen langsamer ist, weil Granate können wir halt viel zu gut zum Kämpfen benutzen. Wir machen das mal so. Oh. Komm bitte zurück, Fabian, ganz weit. Dann warte, ich zieh raus. Geil! Hättest näher rantun müssen an die. Ja, merk schon, aber ich hab noch eine. Oh, ich höre draußen was. Nein! Granate! Achtung, weg! Oh, das ist ja leider keine Kettenreaktion. Ja, die Dinger sind allgemein nicht kaputt gegangen. Okay, warte, ich mach das mal mit der Pistole. Ja, ich mach das mit der Flinte. Mir hier Ketten reagiert leider nix. Welche da in der Mitte? Sind eigentlich doch alle da irgendwo. Ja, deswegen hier Ketten reagiert nix. Ich mach die zweite Reihe weg. Das Gute ist, wir können ja das halt. Dankeschön. Bin jetzt quasi tot. Passiert. Gut, wir könnten jetzt von der anderen Seite. Oh lol! Okay. Das war eine Kettenreaktion, glaube ich. Alter, bei mir ist jetzt hier alles mega verbuggt. Ich sehe jetzt nicht mehr wirklich. Ich kann nicht mehr richtig durchgucken. Ich habe zwei Leben, ey. Boah, Alter. Ja, okay, hier sind die meisten tot, würde ich sagen. Oh ne, doch nicht. Eine Einheit lebt noch. Was ja, die darfst du machen, ich geh mal in Deckung. Oh, Medikits, cool. Was, wo? Hier. In der Toilette. Ist sehr großes. Ich glaube, wir haben da so ein bisschen was an. Oh, Medikit, nice. Warte mal, lag ich hier in Medikit rum oder war es in der Kiste drin? Es war in der Kiste. Okay, gut. Oder nicht gut, weil da war bei mir nichts drin. Andere Leute. Na, da geht's jetzt weiter. Die Klos sind schön sauber. Ist hier irgendwie eine Story? Oh, hier ist eine Kiste. Und da ist auch noch eine Kiste. Wo ist eine Kiste? Oh, Medikit. Boah, 210 Schuss für dich, Fabian. Nice. Ist hier irgendwie was Wichtiges? Ah ja, da eine Map. Oh, yo, das ist der Bauplan. Hast du das schon genommen? Ich hab genommen, aber ich hab irgendwie Sammelgegenstand. Ja, das ist ein Sammelgegenstand. Hier ist für dich, Fabian. Stimmt, das war der Sammelgegenstand. Und das hier brauche ich nicht. Okay, wir haben ein Problem, ne? Hörst du? Ja, nicht explodiert. Ja, du hörst ihn auch, ne? Die Frage ist, wo kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Er ist direkt vor der Tür. Ja. Jo, ist er. Oh. Ganz kurz nach. Ich auch. Oh, ja, okay.
mit der Sniper rangehen. Geh weiter nach hinten. Ich wollte gerade mal wieder aus dem Fenster gucken und gucken, was er so macht. Und plötzlich kommen da mir Sachen entgegengeflogen. Eieieiei. Ich hab leider kaum noch panzerbrechende Muni. Ja, komm, kleine Viecher. Easy. Keine Muni mehr, keine Muni mehr, scheiße. Einen hab ich. Du musst die Kleinen übernehmen. Oh, die Sniper habe ich jetzt. Warte, dreimal drin. Er sieht gerade zwischen deinen Beinen durch, ne? Ey, zum Glück haben wir die Teile hier drin schon zerstört, weil sonst würden die uns hier die ganze Zeit um die Ohren fliegen. So. Ich schieße mit einem Raketenwerfer. Ja, okay, mach mal. Ich versuche gerade die Waffen abzuschießen. Achtung! Oh! Hä? Hat sich gerade was abgeschossen? Weil wir kamen da Raketenfluggeräusche, aber das passierte nichts. Bei mir auch. Das hat der was gemacht? Gerade. Ja? Ja, das hat richtig gesessen. Ich glaube, er hat keine Rüstung mehr jetzt vorne. Treff ich ihn? Oh! Was war? Wenn er keine Rüstung mehr hat, kann ich jetzt mit dem Sturmgewehr ran. Thema Rüstung. Ich mach nochmal kurz eine Salve. Er auch? Ja, war noch eine Salve von mir. Ey, zum Glück geht der Explosionsschaden nicht durch Wände. Geht nicht? Nee. Ich stehe ja direkt hinter der Wand. Wenn das gut programmiert ist, willst du damit etwas sagen? Damit, was das angeht, ja, also immer wenn man ein Spiel startet, kriegt man so eine Error-Meldung, aber. Ich treffe mit der Sniper ihn nicht mehr. Also, aua. Okay, dann. Fabian, jetzt mach ich mal hier Explosiver. Okay, er bewegt sich. Kleine. Okay, musst du gerade machen, bin gerade im Inventar. Ich muss nachladen. Alter, das Vieh hat mich schon wieder Half-Life gemacht. Gut, also ich hab nur 6 Leben. Gut ist, ich bin langsam tot. Das Gute ist, ich bin langsam tot. Ich habe keine Medikits mehr. Ich hab die falsche Waffe gerade ausgerufen. Wir machen jetzt mal richtig Taktik. Ich werfe eine Rauchgranate vor unserem Eingang, sodass da was Kleines kommt und uns töten will. Ich benutze die ganze Zeit die schlechte Sniper. Wo ist das Vieh auf mein Kopf? Ey. Granate! Da kam eine durch. Ich gebe wieder eine Adrenalinspritze. Hä, hey, was mache ich? Leute, ich bounce. Fabian. Ja. Bin tot, hast eine Adrenalinspritze. Was machst du denn da hinten? Danke dir. %85. Aber er müsste langsam eigentlich fallen, weil er hat ja theoretisch keine Rüstung mehr. Ja, vorne kommen auch weiße Punkte inzwischen. Ich glaube, gelb ist, wenn man Rüstung, gerüstete Stellen trifft und blau, wenn man ungerüstete trifft, oder? Also ich schieße mit vollem Mantel drauf und ich habe keine blauen vorne.
Such immer die Buffs hier ab. Kleiner. Okay, übernehme ich. Wenn er wechseln würde, übernehme ich. Warum auf meinem Kopf immer? Lebt der noch? Der lebt noch. Der liegt aber so komisch. Er hat noch 81%. Seht ihr, der doof gerade. Ich hab irgendwas oben gerade kaputt gemacht. Seht. Versucht einmal den Nahkampf mit der Flinte nochmal ein bisschen zu machen. Geht nämlich gerade Gott sei Dank auf dich. Okay, hat dich fokussiert Gott sei Dank gerade. Okay, vergiss was ich gesagt habe. Aber bist du rausgekommen? Weil ich ihn von da hinten nicht mehr treffen kann, weil er hinter dem Hügel steht. Jetzt! Keine Muni mehr? Hey, ich hab gerade keinen 25 Schuss verballert. Kleine, ganz viele kleine. Oh, ganz viele kleine. Okay. Aber ich muss Zeit übernehmen. Bleib weg, bleib weg, bleib weg, klein. Alter, der hält übelst viel aus. Komm, wir sind tot. Oh, geht doch. Komm nicht gleich. Kleine, kleine. Gut, dass das Ding um die Ecke fliegt. Das ist mal Raketenwerfer. Oh. Oh. Was ist das denn? Eine Möller PP. 5 Sterne. Alter, nice. Ich habe ein erweitertes Magazin hier für Faustfeuerwaffe. Also meins habe ich jetzt auf Maximum, ich habe noch ein 2er übrig, falls du noch ein 2er brauchst. Ja, brauchst du eine Möller-PP? Nein, ich habe die bessere. Nein. Danke. Weil dann würde ich jetzt droppen. Ja, dann droppt. Also du brauchst auch hier nicht die erweiterte Munition. Welche erweiterte? Nicht Munition, sondern weitere Munitionsbehälter. Wofür denn? Wie heißt denn das? Faustfeuerwaffe. Guck's dir einfach mal an. Sag mir, wie Magazin. Ist. Kann ich nirgendwo antun, brauche ich nicht. Ich droppe dir hier noch Muni, die kann ich echt nicht benutzen. Sehr schön. Achso, dann kann ich ja gleich komplett ganze Muni droppen. Ablegen. Ja, die Muni ablegen. Kann ich ja auch noch nicht benutzen, aber ich sammle die halt trotzdem schon mal. Mein Sniper. Und für die anderen Sniper rausholen, die hier. So, dann suchen wir jetzt den Konvoi weiter. Problem ist, ich habe halt 0 Medikits. Ich kann dir hier sowas droppen. Kannst du dich zumindest schon mal full healen. Ja, wir nämlich auch nicht mehr allzu viele. Ob da was übrig ist, dann würde ich noch eine Ladung nehmen. Moment. Wie viel Leben hast du? 29. Dann nimm du jetzt. Wie hast du? Ich hab 78 jetzt. Okay, danke dir. Also das ist ein AOE hier übrigens. Ach wirklich? Ich hab grad auch noch auf 98 jetzt bekommen. Cool. Achso, wenn es kaputt geht, wahrscheinlich so pfuff. Eigentlich müssen wir die Dinger wirklich sammeln. Also ich hab noch ordentlich Platz, ich nehme jetzt einfach alle diese Mediteile. Ja, ich finde leider die nicht mehr. Also würde ich die auch mitnehmen.
Aber diese dicken, ey, die sind halt echt anstrengend. Hast die Kirche, waren wir bei der schon? Ja. Bei links sind noch ein paar Sachen. Waren wir da schon? Achso, da rechts, ja. Links. Na, da links waren wir noch nicht, genau. Knarrebo. Aber die Dinger sind doch alle offen, die Türen und Autos. Weißt du, wenn ich mein Haus verlasse oder mein Auto, dann würde ich da mal abschließen. Ja eben, das wundert mich ja gerade. Und ich würde mal Licht ausmachen. Ich meine, hier Strom sparen wird hier nicht groß geschrieben. Oh Leute, die haben erstmal eine fette Munitionskiste hier auf dem Klo. Hm. Da kommt der Begriff Schrot ins Klo gleich, was eine ganz andere Bedeutung. Boah, hier ist fette Muni nochmal unterm Stuhl. Schreck gerne nochmal Fabian hier unterm Stuhl, rechts. Oh ja. Let me run! Danke. Ja, wieso? Ich bin noch gar nicht da. Ja, aber der Stuhl war da. Fabian, hier, ich droppe dir nochmal Munition. Dann droppe ich die auch. Geil. Okay, die weiße braucht ja keiner. Was sind die weiße Muni hier? Gerade hier gefunden. Dann hast du noch eine Möller PP im Inventar. Nee, die habe ich gedroppt. Sonst wirst du ihn ja nicht finden. Nochmal finde ich. Ich habe auch schon die rote gefunden, bevor ich die rote überhaupt irgendwie nutzen konnte. Rote finde ich gar keine mehr. Das war's hier, oder? Ja. Dann war's das eigentlich mit dieser Folge schon. Wir sind bei 6000 Minuten. Oh. Okay. Ja, war das heute eine Via. Ja, also. War das eine Wir gegen einen Roboter-Folge? Naja, wir haben heute ziemlich viele Roboter zerstört, möchte ich mal meinen. Ja, die gelten nicht, die waren ja alle ausgeschaltet. Ja, und wenn du jemanden beim Schlafen umbringst, dann gilt das trotzdem als Mord. Nee, das gilt nicht. Ach so, okay, gut. Na gut, dann in der nächsten Folge laufen wir hier weiter und machen coole Sachen. Ja. Dann tschüss. Tschüss.